Falls das jetzt zu laut war, moins nochmal. Na gut, Spiel, hallo, da bist du ja. Super. Ist das Back, was ich da hinten gerade hatte? Ja. Supi. Cool. Dann mal her mit dem Controller und weitermachen mit dem Game, wa? Hab ja gesagt, ich werde wahrscheinlich dann Chained Echoes weitermachen diese Woche und Dragon's Dogma womöglich nicht weiterspielen. Also jetzt nicht diese Woche. Dieses Wochenende vielmehr gesagt. Ich habe übrigens, das ist mir erst nach dem Stream eingefallen, ich habe ja gar nicht irgendwie meine Rüstung oder so verbessern können, weil ich stecke ja gerade mitten in einer Story-Quest fest und ich kann ja höchstwahrscheinlich nicht einfach mal eben hier rausporten. Wobei, ich könnte es mal eben versuchen. Warte mal, welche Taste war nochmal, um hier rauszuporten? Beziehungsweise zu fliegen? Ich glaube, Select, ne? Okay, hat nicht funktioniert. Ja, habe ich auch gerade sehen können, weil da oben links, glaube ich, das alles rot gewesen war. Naja, wird schon irgendwie schief gehen. Ach ja. Lass mich raten, ich soll drei Hebel finden, damit ich das Ganze öffnen kann, wa? Es sei denn, das war's schon. Oh, gibt's hier irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, oder? Ne, hier war ich schon mal offenbar. Gut, dann raus hier. Na gut, na gut. Ja. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte vielleicht sein, dass ich heute unter Umständen früher Ende machen muss, aber sicher kann ich mir nicht sein, weil ich habe keine Ahnung, wie mein Körper arbeitet. Weil gestern irgendwas war und ständig zum Klo musste und heute merke ich, irgendwas ist nicht ganz rund am Laufen. Irgendwas läuft nicht ganz rund und ich weiß nicht, ob das nicht irgendwie noch Probleme machen könnte. Deswegen nur als kleine Vorwarnung, aber ich hoffe mal, dass einfach nichts ist. Und das, was ich da bemerke, wird vielleicht im Laufe der Zeit einfach verschwinden. Nee, warte mal, ich sollte, ja doch, mach mal den Heiler auf dem zweiten Gang. Du hast nicht gerade viel Damage bekommen, Kollege. Heute wird so ein Tag sein, wo ich es bereue, keinen Dingensbums anzuhaben. Venti. Weil ich merke gerade, es wird etwas warm. Nö. Und das gefällt mir nicht unbedingt. Übrigens, dieser eine Dönerladen, wo ich ja gesagt habe, der hat da bei seiner Eröffnung dann Döner für einen Cent und so, ne? Das war da gestern brechend voll. Du hast da eine mega Schlange gehabt. Ich glaube, selbst um 22 Uhr, vielleicht sogar um 23 Uhr, hast du da immer noch haufenweise Leute gehabt. Allerdings, bei einem Teil von denen weiß ich nicht einmal, ob die überhaupt wegen dem Döner da waren. Weil die sind da stundenlang da gewesen. Ich mach lieber einen weg. Die sind da wirklich stundenlang da gewesen. Ich habe da nämlich so den einen oder anderen gesehen, die auffällig gekleidet waren, weil die zum Beispiel, da hast du einen gehabt, der hat komplett orange getragen. Keine Ahnung warum. Du hast den gesehen und der war da halt Stunden später immer noch. Heilt das Ziel mit einer Wirksamkeit von 2. Was ist 2?
Achso, wahrscheinlich zweimal, wa? Batras? Bist du jetzt geheilt oder wirst du jetzt einfach nur geheilt von... Ah, okay. Du wirst geheilt. Gut. Ist aber nur bei einem Ziel. Oh, mein Heiler ist platt gemacht worden. Ja, es ist nicht gut. Nee, warte. Okay, eventuell könnte ich das machen. Reparaturset, richtig? Nee. Ersatzteile. Okay. Machen wir lieber hier. Heilung. Oh, ich sehe gerade, er kann nämlich jetzt auch nicht heilen. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen mehr Mana wieder bekommen. Und du kannst auch gar nichts machen. Dich muss ich wieder auch aus dem Gang rausholen. Das ist blöd. Machtlos. Sag mal. Die mit den komischen Debuffs. Ich weiß nicht, haben die irgendwas an sich, wodurch die ganzen Debuffs verursacht werden? Oder habe ich das irgendwie bei mir selber? Dass ich da irgendwas drin habe und das verursacht, dass ich machtlos werde. Wenn ich das mache, dann kann ich den nächsten Angriff gar nicht erst machen. Super. Das waren jetzt grob 2400 Schaden, glaube ich. Oh, Schwäche ist Wind. Allerdings bei dem Dönerladen, ne? Wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit sein, dass sie heute Kunden haben? Ich würde mal eher sagen, nicht sehr hoch. Wieso ist... Wer ist denn jetzt handlungsunfähig? War irgendjemand... Achso, wahrscheinlich Victor war handlungsunfähig oder so, wa? Wer ist jetzt gerade dran? Sienna, ne? Okay, kann ich anmachen. Die werden höchstwahrscheinlich heute kaum einen Kunden haben. Weil das ist bei den vorherigen Läden, die da drin waren, auch so der Fall gewesen. Der erste Tag... Eröffnungsfeier oder irgendwas in der Art. Und der nächste Tag, tote Hose. Wobei ich sagen muss, sie haben sich da scheinbar ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also. Allerdings, die Wände sind rot gestrichen. Und ich habe da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir so... Wait. Ist das dieselbe Farbe wie bei mir? Ohne Scheiß. Da habe ich echt gedacht, es ist dieselbe Farbe. Weil das sieht nämlich auch nach diesem, wie hieß das nochmal? Sonnenuntergangsrot oder so heißt das, glaube ich. Das sieht nämlich fast genauso aus. Wenn nicht sogar, ist es dasselbe. Haben sie wahrscheinlich beim selben Laden die Farbe gekauft, wa? Okay, warum existieren zwei Hebel für ein und dasselbe Tor? Und warum ist ein Hebel das Teil nur ein bisschen weit am Öffnen, ein Spalt weit? Ein cooler Schal, super. Und warum ist der andere das komplett am Öffnen? Ein uralten Schädel. Was macht der Schal? Da. Stellt TP wieder her, wenn ausgewechselt. Boah. Situativ, ne? Allerdings, wie weit wieder her? Komplett wieder her oder nur zum Teil? Und vor allen Dingen, warum sollte ich das Tor öffnen, wenn ich offenbar sogar einfach zur Seite laufen kann? Ich
bin ja jetzt gerade einfach nur durch den Warenlager oder was weiß ich was durchgelatscht und komme auf einer komplett anderen Seite wieder raus. Wozu brauche ich dann ein Tor? Machen wir dieses Seelenmesser. Hat der eigentlich einen Ultramove? Pendel fügt allen Gegnern schweren körperlichen Schaden zu. Du hast tatsächlich einen Ultramove? Und das, obwohl du dich an gar nichts erinnern kannst? Wie sieht der aus? Keine Ahnung, weil er es selber nicht weiß. Okay, das ist ein Ultramove, der also noch nicht mal da ist eigentlich. Okay. Und so wie es aussieht, kann ich hier niemanden konservieren. Dass einfach mal eben so eine Riesenzigarette da ausgedrückt wird, ne? Ich gehe mal davon aus, dass es das ist. Weil so sieht es nämlich für mich aus. Hat hier einer... Okay, du hast... Oh, die haben beide gegen Terrawatt. Okay. Cool. Ein Haarball. Noch ein Hebel? Oh. Mehrere Tore hier, oder was? Da ist noch eins, aber das kann ich von hier scheinbar nicht öffnen. Hm? Ach, das ist die falsche Richtung. Und das, obwohl es eine Sackgasse ist, so wie das aussieht. Nee, das will ich lieber nicht ohne Rüstung machen. Lass mich mal kurz anziehen. So, jetzt können wir. Jetzt können wir spielen. Ah ja, klar. Okay, Bitrate, du bist wieder rot. Weißt du, vorhin habe ich dir noch angedroht, dass ich wieder auf 5000 runtergehe. Und kurz bevor ich das gemacht habe... Bist du plötzlich wieder auf grün gesprungen. Dann mache ich mal wieder 5000 für einen Moment und mal gucken, ob du danach plötzlich wieder komplett grün bleibst. Spoiler, es bleibt wahrscheinlich grün. Wait, Lichtschuss? Dunkelschuss? Okay, die hat zwei neue Angriffe bekommen, so wie das aussieht. Wait, warum hat er nicht gekontert? Das verstehe ich jetzt nicht so genau. Sind diese beiden neu? Leitet den Hass auf sich. Achso, alle. Leitet den Hass auf sich. Ein körperlicher Einzelangriff, der zwischen 1,5 und 2,5 Schaden verursacht. Okay. Ein magischer, neutraler Angriff, der 1,5 Schaden verursacht. Wait, what? Ich glaube, ich habe was verpasst. Kann das sein? Wieso bin ich so schnell schon wieder
Im roten Bereich. Weißt du, er hat das Kontern, aber er macht nichts. Warum macht er nichts? Ah, ich hab was im Auge. Warum kontert der nicht? Ach so, das ist Jena, okay. Ist ein bisschen schwierig manchmal zu erkennen, wen ich jetzt hier eigentlich gerade habe. Weil ich glaube, einen Pfeil oder so siehst du nicht unbedingt, ne? Nee, du siehst nicht genau, wer auf dem Schlachtfeld quasi gerade dran ist. Du siehst das nur, weil du den Namen anguckst. Schalte zwei Gänge auf einmal um. Oh. Also so könnte ich quasi in den ersten Gang switchen. Von was ist das? Weil das wirkt sehr nützlich. Müsste ich nachher mal nachgucken, wenn ich hier den Kampf zu Ende habe. Nice. Das ist weniger nice. War das jetzt schlau, Lene? Ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Nein, lieber da. Oh, super. War klar. Kontert 5 Runden lang körperliche Einzelangriffe. Der hat doch mehrere Angriffe kassiert und hat nichts gehabt. Das ist... Ja, I don't know. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Oh, der konnte nicht angreifen. Dann mache ich doch, dass er am besten nochmal nicht angreifen kann. Beziehungsweise, wenn er es macht, nichts trifft. Wer ist dann? Batras. Du kannst angreifen. Okay, wer hat diese Kompetenz? Nee, das war... Was war das nochmal? Das ist von der Kleve. Okay. Die Kleve macht, dass ich die Schnellschaltung habe. Interessant. Macht es Sinn, auch andere Waffen zu leveln, um dann deren Stat-Bonusse zu haben und so? Wie zum Beispiel Angriff, Abwehr, Lebenspunkte und so weiter. Weil wenn dem so ist, dann, das ist dann gar nicht mal so verkehrt.
Übrigens, ich habe mir überlegt gehabt, falls es vielleicht dazu kommen sollte, dass es vielleicht heute eher kurzer Stream sein könnte. Okay. Falls es ein sehr kurzer Stream eventuell sein könnte, dass ich vielleicht schaue, dass ich am Montag das dann nachhole, was ich eigentlich jetzt machen will. Weil wäre blöd, wenn ich das dann irgendwie nicht machen würde. Finde ich. Ich will schauen, dass ich hier den Chained Echoes mal ein ordentliches Stück weitermache und dann wegen irgendwas Natürlichem wird es mir dann halt wieder zunichte gemacht. Das muss nicht unbedingt sein. Langsam merke ich auch, dass irgendwas bei mir nicht in Ordnung ist. Das, was ich zuvor gemerkt habe, bemerke ich jetzt gerade irgendwie mehr als zuvor. Macht Sinn, deswegen merke ich es jetzt noch zuvor. mehr als zuvor. Ja, sag ja. ich will dich lieber im zweiten Gang haben, weil ich bin schon wieder im roten Bereich. Dass die gegen Wind so empfindlich sind, ne? Schon ein bisschen strange. Ich meine, das ist eine Rüstung. Sollten die nicht vielleicht gegen irgendwas anderes empfindlich sein? Glenn ist schon wieder weg vom Fenster, super. Ich meine, gegen was könnten die empfindlich sein? Eventuell gegen Erde. Aber komischerweise sind die ja genau da. Ja, super. Schön, dass der Glenn wieder tot ist. Aber komischerweise sind die ja genau dagegen ja offenbar resistenter. Ne? Genau. Ach so, ich hab vergessen. Da war doch was. Und wieder was auf 6000 stellen. du kannst gleich von einem der anderen erledigt werden. Ah, jetzt ist er auch noch handlungsunfähig. Yay. Na super, der ist jetzt auch noch handlungsunfähig. Gut, dass du noch ein paar Pixel Gesundheit hast. Na, was haben wir denn hier? Entgeher. 10%ige Chance, einen körperlichen Angriff auszuweichen. Oh, das klingt nicht uninteressant. Vor allen Dingen Reinheit 4. Ich frag mich, wer eigentlich mit Karten angreift. Eine Kiste hier schön versteckt.
Yanagi-Bogen. Und Ether-Kanone E200. Yanagi-Bogen. Ich könnte es wahrscheinlich ausrüsten, aber ich habe... Oh, wait. Amalia ist meine Truppe? Das sehe ich jetzt erst. Sehe ich jetzt erst, dass ich hier die jetzt bei mir habe? Ich dachte, die wäre jetzt nicht bei mir. Kann dir aber kein Wappen geben. Ich dachte, die wäre gar nicht bei mir. Ich dachte, die wäre jemand... Nee. Ich dachte, die wäre jemand, die noch... Die einfach nur ein NPC ist und das war's. Ich wusste gar nicht, dass ich die jetzt dabei habe. Was hat die denn für Fähigkeiten und so? Ist vor allen Dingen auch toll, weil ich halt Talente erlerne sehe und Talente ist halt da, ne? Heilen? Alle heilen? Riskante Heilung? Oh, kann aber in der nächsten Runde nicht handeln. Aha. Befiehlt Crest zwischen Heilungs- und Angriffsmodus zu wechseln. Was? Wer ist Crest? Drachenkiller. Chance von 10%, dass Kress einen Angriff auf Amalia blockt. Okay, irgendeine Art von Partner. Wenn Amalia abwehrt, greift Kress an und verursacht einmal Schaden. Ah. Wenn ein Charakter mit vollem Leben durch einen Angriff sterben würde, überlebt er mit einem LP. Verwandelt Kress und verstärkt seine Kräfte. Ist sie so eine Art Summoner oder was? Erheben, belebt das Ziel mit 50%. Oh, warte mal. Irgendwas plötzlich im Hals. Belebt das Ziel mit 50% der maximalen LP wieder. Okay. Mehrfachschuss, körperlicher Angriff, der pro Treffer verursacht. Bei allen. Okay. Fertigkeiten kosten 2 Runden lang keine TP bei einem selber. Oh. Verursacht 2 Runden lang Nässe. Ist Amalia ein brauchbarer Charakter oder eher weniger? Okay. Weil dann würde ich die eventuell... wo ist die Aufstellung da? Dahin klatschen. Ah, wobei, Tompke. Was hatte Batras eigentlich für eine Rolle nochmal gehabt? Seelsorger. Das war die Heilung, wa? Ich glaube, das war der Heiler. Erweckt Geist, alle heilen. Ja, das war der Heiler. Stimmt. Da
Nee, machen wir lieber wieder zurück. Ich finde es ja schön, dass du hier quasi deine Truppe zusammenstellen kannst, wie du gerade lustig bist. Ich bin aber so jemand, der fokussiert sich halt auf eine bestimmte Gruppe. Und benutzt die Inhalt die ganze Zeit. Ich bin nicht quasi die ganze Zeit am Hin und Her wechseln oder so, sieht man ja. Daher, ja, weiß ich nicht. Für mich bringt es nicht unbedingt allzu viel, für jemand anderes wahrscheinlich bringt es sehr viel. Edelstein Jerkin wieder einmal. Wie? Der Edelstein Jerkin ist besser als der Metall Jerkin? Es ist nur einer, aber den könnte ich benutzen zum Verbessern scheinbar. Erfolgreiches Clown-Gewerb mit einer Chance von 50% ein extra Gegenstand. Weg damit. Tsurumi. Ich vermute mal, dass das eine Waffe ist, die besser sein wird als das, was sie gegenwärtig trägt, richtig? Yep.